Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Dark Souls, einem neuen kleinen Projekt, was wahrscheinlich wieder riesig gigantisch wird. Allerdings diesmal nicht blind, ich bin ein wenig vorbelastet, denn ich habe bereits auf der PlayStation vor gut einem Jahr Platin gemacht. In diesem Sinne starten wir auch direkt ein neues Spiel. Da passen wir direkt die Helligkeit etwas an und machen es mit 8 etwas heller als normal, denn auf der normalen Einstellung saufen die dunklen Farben sonst ab, drum machen wir es heller. Den Rest belassen wir einfach so, wie er ist, denn das ist gut so. Genau, das belassen wir auch so. Und dann erstellen wir uns einen neuen Charakter. Den nennen wir natürlich Sless, wie immer. Als Geschlecht bin ich männlich, aber so richtig männlich. Als Klasse empfehle ich für Neuanfänger den Krieger. Ansonsten ist es ziemlich egal, welche Klasse ihr wählt, da es wirklich nur die Starterklasse ist und nach den ersten 2-3 Stunden könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich wähle einfach mal den Bettler, da der ziemlich ausgewogene Statspunkte hat und ich euch so viel zeigen kann. Wählt den Generalschlüssel aus, denn das ist das Einzige, was taucht und ihr könnt sonst nicht mitspielen, denn ich zeige ein paar Tricks gerade zu Anfang, wie ihr gute Waffen bekommt und dazu benötigt ihr den Schlüssel. Den Rest mache ich hier einfach irgendwie, weil das ist mir völlig egal. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of gray crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty words pulled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side.
Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Ja, wie gut, dass der uns hier Leichen reinschmeißt und wo auch gleich der Schlüssel für die Zelle mit dabei ist. Aber nach der größten Problematik, mich bei Windows Live anzumelden, muss ich mal kurz gucken, wie die Steuerung funktioniert. Denn ich spiele das erste Mal in meinem Leben mit einem Xbox 360-Knüppel. Wie gesagt, ich habe es vorher nur auf der PlayStation gespielt. Und die größte Schwierigkeit, die ich gerade schon merke, Analog- und Digital-Pads sind vertauscht. Das kann ja heiter werden. So. Wo ist das Locken? Da, genau. Ihr könnt Gegner locken. Das ist ganz wichtig. Wie ihr seht, dreht ihr den beim Zurücklaufen dann nicht den Rücken zu. Lockt ihr nicht, dreht ihr ihnen den Rücken zu, was ziemlich kritisch werden kann, da die euch dann in den Rücken hauen. Oh, hier seht ihr gleich die zweite Besonderheit. Objekte blocken den Schwung. Führt dazu, wenn ihr lange Waffen tragt, in engen Gängen, könnt ihr nicht ausholen, weil eure Waffe ständig an den Gang hängen bleibt. Nächste Besonderheit. Ne? Okay, ich wollte euch einen Backstep zeigen, es hat jetzt leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ihr könnt Gegner normalerweise backstabben, das macht kritischen Schaden und gibt extra Seelen. Geht natürlich nur, wenn ihr genau dahinter steht. Werde ich euch vielleicht, so hoffe ich, wenn ich mit der Steuerung hier klarkomme, im weiteren Verlauf des Videos noch zeigen. Insgesamt wird der Playthrough, sage ich mal, für Neulinge sein. Ich werde viele Tipps geben. Spoiler vorweggreifen, also das heißt, wenn ihr das Spiel nicht gespoilert haben wollt, solltet ihr wegschalten. Wie gesagt, ich habe 5-6 Mal gespielt, um die Platin-Trophäe zu bekommen, das war im November letzten Jahres. Ich hoffe, ich erinnere mich noch so an das meiste. Gerade jetzt zum Anfang, wie man schnell an gute Items kommt, seid also gespannt. Hier durch den Raum einfach durchrennen, nicht langsam hier hingehen, denn hier erscheint ein riesiges Vieh, das ist der Asylum Demon, den man jetzt hier durch die Tür sehen kann. Den könnt ihr jetzt ohne Waffen, ohne Schild noch nicht bekämpfen. Ja, an den Bonfiren kann man resten, beziehungsweise Speicherpunkte aktivieren. Aktiviert man diese, beziehungsweise setzt man sich hin. Moment, ausweichen. Hier kriegt man auch das erste Schild, das rüsten wir natürlich sofort aus. Dann können wir nämlich auch die Pfeile von dem Typ blocken. Hier gibt es nämlich dann direkt auch einen Trick. Der dreht sich nämlich um und flüchtet und wir rennen ihn einfach hinterher, dann können wir den nämlich backstabben. Gott, ja. Was? Oh, verdammt. Scheiße. Hilfe. Mitnehmen hier die Keule, die muss ich jetzt ausrüsten. Erstmal wieder zurück in den Gang. Kacke. War nur ein Blattschuss, nichts passiert. Ich bin es hier gewöhnt von meinen Next Games mit besseren Equip und Gear. Da kann man halt hinsprinten, den backstabben, dann ist der weg. Und ja gut, es funktioniert jetzt natürlich mit dem Startschwertgriff hier bei dem Typ nicht. Man braucht natürlich erst die Keule. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Jetzt wollte ich hier schon mal immer Gameplay zeigen und habe direkt gefällt. Na super. Gut. Ja, Bonfire. Füllt eure Estus Flasks auf. Resettet allerdings auch das Level. Das heißt, alle Gegner mit Ausnahme der Bosse sind wieder da. Super, ich faile natürlich hier extrem hart. Wollte den schon wieder backstabben. Wie gesagt, seht's mir nach, ich muss mich erst an den Xbox-Controller gewöhnen. Ist echt eine Umstellung, wenn man sonst immer nur das PlayStation-Ding in der Hand hat.
Hier weicht er einfach den Kugel aus, ganz Indiana Jones mäßig, und aktiviert den Shortcut. Das verkürzt den Weg vom Bonfire hier zu der Position. So ist Demon's Souls genau wie, Entschuldigung, Dark Souls genau wie Demon's Souls aufgebaut. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Jo, machen wir. Natürlich hören wir dich an. I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Genau. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. So, direkt noch eine Besonderheit. NPCs, die eigentlich freundlich sind, könnt ihr absichtlich oder aus Versehen angreifen. Und das hat zur Folge, dass sie das restliche Spiel nicht mehr zur Verfügung stehen. Also passt bei NPCs auf und greift die nicht aus Versehen an. Wie gesagt, bei dem ist das kein Problem. Moment hier. Ah, genau. So sieht ein Backstab aus. Der gibt dann schon 24 Seelen, also ein paar mehr. Jetzt können wir hier den Key benutzen. Ja, das Spiel basiert auf Shortcuts. Ihr habt am Anfang lange Wege, könnt am Ende dieser langen Wege einen Shortcut freischalten, der den Weg zum Bonfire und zurück zu der Position meist immens verkürzt. Man muss natürlich wissen, wo die Shortcuts sind. Hier die erste kleine gefährliche Stelle im Spiel, weil gleich zwei Gegner kommen. Und zwei Gegner, oder einer plus mehrere, ist immer gefährlich, da man die Angriffe schwer vorhersehen kann. Da kann man immer auf Sicherheit spielen, zurücktänzeln, den Schwung von denen abwarten, blocken und versuchen, den sogenannten Bounce und den Bounce zu bekommen und dann sich in den Rücken zu zirkeln und dann seinerseits einen Backstep zu bekommen. Bounce, Rebound, so rum. Das wollte ich sagen. Den hier zu backstabben ist wirklich schwer, weil der immer mit dem Rücken an der Wand steht. So, ich hoffe, ich habe jetzt mein Timing fürs Parieren, denn den hier sonst ohne Parry kaputt zu machen, ist echt schwer. So, jetzt stelle ich dir mal meine Freunde vor. Dodge Lundgren und Katy Perry! Bam! Gut, das kriege ich anscheinend noch hin. Bin ich ja beruhigt. So, jetzt nimmt man hier mal die Waffe in beide Hände. So. Und dann gehen wir nämlich zum ersten Boss, dem Silent Demon. Blocken braucht man da nicht. Bringt eh nichts. Und haut ihn beim Runterspringen erstmal direkt schön auf den Kopf. Und dann als Tipp, wegrollen, einmal hin, draufhauen, wegrollen. Das Vieh wieder hauen lassen. Ja, zweimal selbst draufhauen ist echt gefährlich. Also einmal ist immer sicher, beim zweiten Mal wird's kritisch. Nochmal zurück hier lieber. Jetzt lasse ich den nochmal seinen Schwung machen. Na, komm schon. Yep, nicht getroffen. Jetzt kann ich meinerseits wieder draufhauen. Einmal nur diesmal, spielen wir es sicher. Und dann haben wir unseren ersten Boss auch schon erledigt. Gut, zwei Z-Tutorial-Boss, nicht sonderlich spektakulär. Und dafür gibt's Menschlichkeit. Seht nach, wenn ich mit englischen Begriffen wie Estus Flask und auch hier Humanity rede oder davon rede. Ich habe 6 Playthroughs auf Englisch gezockt und ja, das ist irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen. Menschlichkeit heilt euch komplett und erhöht euer Lootglück und erhöht eure Resistenz gegen Gifte und Flüche. Und da oben die 00 sagt, ich habe derzeit 0 aktive Menschlichkeit oder Humanity. Gut, Lebensbalken ist klar, erkennt sich von selbst. Darunter der grüne Balken ist Stamina. Verbrauche ich mit Angriffen, habe ich das Schild oben, also quasi erhoben, regeneriert sich die Stamina langsamer, unten nicht so umgekehrt. Give me warm
Give me soft. Also mit einem erhobenen Schild regeneriert sich die Stamina langsamer, als wenn ich senke. Also das heißt, kurz immer nur Angriffe abwehren, Schild wieder runterlassen, dann wieder hochziehen. Das Nest kommt später ins Spiel, da kann man Gegenstände bei einer Krähe tauschen. Ist jetzt am Anfang nicht so relevant. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. So, und da sind wir auch in Lordran. Wie es von hier weitergeht, wie wir die Seelen verteilen, welche Punkte wir wollen und wie man relativ gute Waffen bekommt, direkt am Anfang, bevor wir eigentlich starten. All das zeige ich euch im nächsten Video. Dann können wir nämlich direkt danach noch in die Untotenburg vordringen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß in Dark Souls.